Hey, sieh mal. Siehst du das? Diese Drecksfotzen. Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Code, das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du bist ein Mädchen aus Haywood, die ihren Blog für eine bessere Zukunft... Genug von dieser Kinderkacke. Ich will dir doch nur helfen. Ich brauche und will deine Hilfe aber nicht. Geh endlich. Ich hab genug von dir. You
Schön, dich zu sehen, Vee. Ist ziemlich, ruhig hier. Wie es für so ein geheimes Treffen sein muss. Was zum Henker ist passiert? Siehst scheiße aus. Meine Implantate, mein Geld, meine Würde, alles Geschichte. Traurig, aber wahr. Hat aber auch was Gutes. Da draußen falle ich nicht mehr auf. Ist dein Freund hier irgendwo? Oder? Er sollte jeden Moment hier sein. Gibst du mir jetzt endlich ein paar Infos über ihn? Er ist Hanako-samas Leibwächter. Hanako Arasaka? Die vom Flugzeugträger, der hier angelegt hat? Saburos Tochter? Ja. Und wenn er dir glaubt, treffen wir als nächstes sie. Wir können ihm vertrauen? Ja. Ah, überzeugend. Nicht. Ich habe nichts zu verlieren. Ist das besser? Nein, weil ich eine Menge zu verlieren habe. Mit Auto? Gut. Sonst ist hier nur getarnt unterwegs. Takemura-san. Oda. Ist sie das? Deine Diebin? Sie ist meine Zeugin. Wie? Ich kann auch selbst reden, wisst ihr? Dann rede. Ich höre, du weißt gewisse Dinge. Dir wird nicht gefallen, was ich erzähle. Ich will eine Garantie für meine Sicherheit. Gut, du hast sie. Du kannst Oda trauen, Wie? Also gut. Konpeki Plaza. Ich war dort in der Nacht, als es passiert ist. Fing wie ein normaler Familienstreit an, bis Yorinobu sich auf Saburo stürzte und ihn erwürgt hat. Kein weiteres Wort. Du führst den Tod an deine Tür. Es ist die Wahrheit. Hanako-sama muss davon erfahren. Mein einziges Interesse liegt darin, sie in dieser gottverlassenen Stadt zu beschützen. Ist sie in Gefahr? Im Moment, nein. Aber sicher während der Parade zu Ehren von Arasaka-sama. Ich bringe dir eine Zeugin für den Mord.
Und du sorgst dich um eine dumme Parade? Du Narr! Korrekt. Du kannst die Wahrheit nicht ignorieren. Korrekt. Denn im Gegensatz zu dir gehe ich meiner geschworenen Pflicht noch nach. Diese Worte wirst du bereuen. Das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich überhaupt gekommen bin. Auf deinen Kopf steht eine Belohnung. Entschuldigung, aber dauert das noch lange? Ich tue dir einen Gefallen, wenn ich dir deinen Kopf nicht sofort abschneide und Yorinobu-sama bringe. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Keine Gefallen. Ich würde Yorinobu-sama dann... Was? Der Typ hat für die Machtübernahme von Arasaka seinen eigenen Vater getötet. Interessiert dich das oder nicht? Nein. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gehen lasse. Diesmal. Aber wenn ich euch wiedersehe, werde ich nicht so nachsichtig sein. Pass gut auf, mein Freund. Wir sind alle so weit von zu Hause weg. Er soll sich verpissen. Ein durchgeknallter Saka-Irrer reicht. Toller Freund, echt? Hast du noch mehr davon? Leider nur ihn. Das hätte nie gut gehen können. Und doch haben wir einen kleinen Erfolg erzielt. Hä? Wie meinst du das? Was Oda sagte. Nach der Parade wollen sie nach Tokio zurück. Verstehst du nicht? Die Parade. Das könnte vielleicht unsere Chance sein. Wenn wir doch nur irgendwie an Hanako-sama herankämen. Zuerst müssen wir alles gut auskundschaften. Wir brauchen eine gute Karte von Japantown. Warte. Jetzt ist es an dir, Freunde anzurufen. Kennst du einen guten Fixer? Ich kenne genau die Richtige. Wakako Okada hat eine Pachinko-Bude in der Jikjik Street. Wir sollten ihr einen Besuch abstatten. Kommst du mit? Klar, warum nicht? Gigi Street. Was ist das für ein Name? Einer, der zu Night City passt. Hey, du machst dich lustig. Zu oft. Alles okay bei dir, Goro? Ja, woher die plötzliche Sorge? Ich frag ja nur, musst du hinter allem einen Hintergedanken sehen? Entschuldige, das kam falsch rüber. Ich bin solche Fragen nur nicht gewohnt. Leute wie ich, entweder geht es uns gut oder wir sind im Grab. Eine Ahnung, was bei Arasaka los ist? Nur das, was ich mir aus dem Fernsehen zusammenreimen kann. Yorinobu und seine Marionetten grinsen in die Kameras und behaupten, alles sei unter Kontrolle. Aber je breiter das Grinsen, desto größer die Lüge. Thank you.
Night City, dein Fenster. Geräusch hat mir gefehlt. Rogue, meine Liebe, das muss ein Missverständnis sein. Ich weiß nicht, wer dein Team erwischt hat, aber die Claws nicht. Meine Jungs kennen die Grenzen. Ich entschuldige, ich habe Gäste. Wie? So schön, dich zu sehen. Wer ist dein charmanter Freund? Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Takemura Goro des. Kohei ni sonjimasu, Okada-sama. Ein echter Gentleman. Ach, zu schade, dass ihm eine ganze Arasaka-Armee am Arsch hängt. Und du, wie? Bringst ihn an meine Tür. Gib mir einen Grund, warum ich nicht sofort die richtigen Leute anrufen sollte. Hättest du längst getan, wenn du gewollt hättest. Es ist simpel. Du willst wissen, was wir für dich haben. Dann redet. Aber mein Telefon halte ich trotzdem bereit. Wir brauchen Infos zu der Parade, die durch Japantown führt. Also Arasaka. Wieder. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich? Geht Mr. DeShawn nicht ans Holo, oder was? Arasaka und die Tiger Claws. Als würde der Hund die Katze vögeln, oder? Hast bestimmt keine Sympathien für die Mörder deines Enkelkinds. Das ist sehr lange her. Zeit heilt alle Wunden, ha? Huh? Aber so eine... So eine Wunde nicht. Nein. Es ist alles auf den Splittern. Was ist dein Preis? Meine Taschen sind leer. Natürlich. Mein Geschenk an euch. Gratis. Okada-sama, gratis bedeutet meist besonders teuer. Wollt ihr sie oder nicht? Gratis? Ganz sicher? Ich habe meine Gründe. Nur keinerlei Geduld.